Adventsimpuls des DPSG-Bundesverbands. Heute, am Altjahrstag, wie der Silvestertag noch in einigen Gegenden genannt wird, erinnern wir uns an das Alte des ablaufenden Jahres. Viele Dinge, Geschichten und Augenblicke, die wir 2019 gesehen und erlebt haben. Manche davon schön und manche weniger. Vielleicht kommen uns aber auch die Highlights des Jahres aus Politik und Zeitgeschichte in den Sinn, wie zum Beispiel der große Brand der Kathedrale von Notre-Dame in Paris, die Brexit-Versuche Großbritanniens oder die vielen eindrucksvollen Einsätze jugendlicher und junger Erwachsener an den Fridays for Future. Spinoza sagte einmal, dass Friede nicht nur die Abwesenheit von Krieg bedeutet, sondern auch eine Tugend und Geisteshaltung darstellt. In der heutigen Zeit brauchen wir jede Menge Mut zum Frieden. Unter diesem Motto haben wir Friedenspfadfinder das diesjährige Friedenslicht weitergetragen. Es soll uns alle daran erinnern, nicht zu resignieren und sich gemeinsam aktiv für Frieden, Dialog, Offenheit und Solidarität mit allen Menschen einzusetzen. Frieden braucht dich. Am Ende so eines Tages kommen mir die Gedanken von Dietrich Bonhoeffer in den Sinn. Von guten Mächten, treu und still umgeben, behütet und getröstet wunderbar, so will ich diese Tage mit euch leben und mit euch gehen in ein neues Jahr. Von guten Mächten wunderbar geborgen, erwarten wir getrost, was kommen mag. Gott ist bei uns am Abend und am Morgen und ganz gewiss an jedem neuen Tag. Ich wünsche uns allen einen friedvollen und besinnlichen Übergang in ein neues Jahr 2020.